Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal nach unfassbar langer Zeit. Ich denke mal, viele von euch haben lange und ja sehnsüchtig darauf gewartet. Ein Sprint to Glory Showdown und das alles natürlich mit meinem Bro. Chris ist am Start. Was geht? Was geht? Es ist also Musik in meinen Ohren. Ich freue mich so sehr, dass du auf jeden Fall wieder hier am Start bist und dass wir natürlich reingehen in eine STG Showdown. Und lasst auf jeden Fall Liebe da. Auch alle, die von mir kommen, das hier ist die zweite Aufnahme. Wir haben davor schon das Video bei mir aufgenommen und Dennis, gerne mal raus. Was machen wir denn hier? Genau, Leute. Heute auf entspannt. Am Wochenende, am Sonntag wird es den nächsten Showdown geben mit noch mehr Saisons. Heute erstmal entspannt. Zwei Saisons in der Bundesliga. Wir nehmen einen der beiden Aufsteiger und zwar die Olilien, Olilien, Olilien. Habt ihr die Showdowns vermisst, Leute? Dann zeigt es uns gerne oder mir gerne hier auf dem Video mit dem Daumen nach oben, Leute. Für euch ein kleiner Klick, Abo, Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Wie gesagt, es wird in nächster Zeit wieder regelmäßig Videos geben, tagtäglich, jeden zweiten Tag. Ich will nichts versprechen, Freunde. Ja, ansonsten, was bleibt zu sagen? Kommentar gerne für den Algorithmus und ansonsten auch mit Vorschlägen. Liked Sachen hoch, die euch gefallen. Checkt den ersten Link in der Beschreibung aus. Da geht es zum Showdown, welchen wir für Chris aufgenommen haben, ebenfalls über zwei Saisons. Und das Ganze auch bei einem Aufsteiger. Wir komplettieren das ganze Thema, also Darmstadt bei Dennis und Heidenheim bei mir. So sieht es aus, Freunde. Dann bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Das Regelwerk werde ich kurz einblenden. Falls ich es vergessen sollte, dann tut es mir auf jeden Fall leid, Leute. kurz nochmal rausgerettet aus der ganzen Sache. 13 Millionen Euro sind das Startbudget. Zwei Saisons haben wir also Zeit, um diese Darmstadt-Mannschaft ja mehr oder weniger Bundesliga-ready zu machen. Weil das ist sie wahrscheinlich gerade nicht. Sieht man auch am Tabellenplatz in der Realität. Daran gilt es sich jetzt ranzusetzen und damit starten wir jetzt rein. Meine Mannschaft in Bestbesetzung sieht wie folgt aus, ja. Im 4-5-1 Tannenbaum-System. Es ist eigentlich okay, aber es muss einiges passieren, ja. Vielleicht retten wir uns so ein bisschen bei Braden Manu. Positionswechsel auf plus 3, vielleicht sogar plus 4 im rechten Flügel. Man könnte auf den weiterhin setzen, auch auf Bader hinten rechts. Ja, Melem vielleicht auch noch, aber ansonsten ja, ist gefühlt jede Position eigentlich eine, die man als Baustelle ansehen kann. Wir starten rein in 20 Minuten, 3, 2, 1, let's go. Und dann gibt es eine komplette, ja, Sanierung. Komplettsanierung, würde ich behaupten, mit 12 Millionen von vornherein. Soll einiges durch Verkäufe natürlich mit dazukommen. Spieler, die den Verein verlassen könnten, seht ihr soweit hier im Hintergrund. Wir nehmen keine Rücksicht. Vollgas und wir schauen mal ganz kurz wieder rüber zu Dennis, denn von dem kommen wir wahrscheinlich, aber ich habe noch gar nicht so viel Aussagekräftiges, was ich euch direkt zu Beginn mitgeben kann. Konto aufgestockt auf 39 Millionen, denn einige Spieler haben tatsächlich den Verein verlassen, ja, zuletzt jetzt hier Aaron Seidel. Wir haben das meiste Geld eingenommen mit 3,6 Millionen, Maglitzer, ja, genau, so ist es dann auch, also den Kader einfach ein bisschen ausgedünnt. Wir hatten vor allem auch einen unfassbar großen Kader, haben noch immer eine Kadertiefe von 22, aber natürlich ein paar Baustellen. Wir brauchen zwingend einen neuen Innenverteidiger, ich will einen neuen linken Verteidiger, einen neuen Stürmer und dann gucken wir einfach mal. Die dürfen vielleicht auch schon ein bisschen besser sein, so im Durchschnitt 6-7 Millionen an Ablösesumme. Da findet man erstens was richtig Gutes und zweitens vor allem auch Spieler, die man potenziell bis zum Ende, auch nach Ende der zwei Saisons behalten kann. Okay Leute, der erste Timer beginnt in 3, 2, 1, let's go. 20 Minuten sind am Start, wir haben unfassbar viel zu tun. Dazu haben wir aber auch unfassbar viele Spieler geliehen. Da müssen wir auf jeden Fall auch ein bisschen drum bauen, zum Beispiel Skarke, Skark, wie auch immer hier in der Stürmerrolle, wird definitiv auch da bleiben. Als Mittelstürmer geplant habe ich Formation. Gehen wir kurz rein. 4, 3 mal die 2. Wir haben zwei Zehner, die alles andere als schlecht sind. Das sind auch mit unsere besten Spieler. Auf der einen Seite Justmann, auf der anderen Melem. Der eine geliehen, der andere ja von Anfang an im Kader. Ansonsten müssen wir eben den Rest um diese Startelf, um diese Formation eben bauen. Bin ich mal gespannt, ob uns das Ganze gelingen wird. Und damit starten wir jetzt rein. Okay, Leute, fast 5 Minuten knapp von der Uhr. Wir sind jetzt bei einem Transferbudget von 30 Millionen. Das heißt, wir haben mehr als das Doppelte oben drauf bekommen. Wir hatten ja gestartet bei 12 oder 13 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht. Einige Spieler haben den Verein verlassen. Mehr geht jetzt aber auch nicht. Also mehr als 3,9 Millionen, die wir dafür einen Spieler bekommen haben. Das ist das höchste Bad der Gefühle. Ansonsten müssen wir jetzt eben gucken, mit diesem Geld, was wir erhalten haben, den Kader, die Startelf vor allen Dingen, so gut es geht, zu verbessern. Ein neuer Stürmer muss unbedingt kommen. Vielleicht auch irgendwas in Richtung Verteidigung. Neuer Torhüter ist ja auch nicht unwichtig, um die Liga zu halten. Das ist der erste Neuzugang. Nikola Kristovic, ja. Filip Stojkovic im Tausch und 12 Millionen obendrauf. Der Montenegro-Nationalspieler, nehme ich mal an, hier von Lecce, hat tatsächlich jetzt schon eine 75, hat auch ein Potenzial von über 80 und ist damit natürlich absolut geil, ja, für zwei Saisons. Vielleicht erreicht er ja auch die 80, also ich bin da schon guter Dinge bei ihm. Tüten wir direkt mal ein. Was ihr gerade auch schon gesehen habt in der Transferübersicht, Matej Kovar ist der nächste Neuzugang. Das ist also unsere neue Nummer 1. Wir zahlen 8 Millionen und eben Marcel Schuhen im Tausch. Der hat ein 82er Potenzial. Der Tscheche kam damals von Manchester United zu Leverkusen, spielt dort regelmäßig, zumindest mal europäisch. Ja,
Radetzky ist halt eben noch vor ihm. Bei uns aber gibt es keinen, der ihm irgendwie vor die Nase gesetzt wird. Ganz im Gegenteil, wir setzen voll und ganz auf ihn und fahren halt auch so eine Schiene, dass wir schon mindestens ein 75er Gesamtrating haben. Das wäre das Ziel. Ich glaube aber nicht, dass wir das Ziel nach Abschluss der ersten Sommertransferphase erreicht bekommen. Klara im Tausch. 3,45 Millionen für Hilgers obendrauf. Ja? Der ist besser als Klara, ist glaube ich gleich alt, aber das deutlich bessere Potenzial. Jetzt habe ich aber ganz verpeilt, dass Klara aktuell tatsächlich unser einziger Innenverteidiger ist, der mal mindestens eine 70 hat. Wir haben dann noch Riedel, heißt glaube ich der andere. Oh, und es war jetzt dann leider ein Tauschdeal. Das ist nicht ganz so gut, denn auch ein anderer Deal ist bereits unter Dach und Fach gebracht, weil wir es eben machen müssen. Und das ist der des Linksverteidigers, ja? Den zeige ich euch jetzt auch direkt. Oh mein Gott, Leute, der erste Neuzugang hat sich dermaßen in die Länge gezogen. Es wird von Rayo Vallecano, müsste es glaube ich sein, so sieht es glaube ich aus. Sergio Camello auf jeden Fall. 22 Jahre jung, 75er Gesamtstärke. Es hätte natürlich auch ein besseres Talent sein können, aber das ist mir alles ein bisschen zu auffällig. Und der gute Mann hat auch eine 75er Gesamtstärke, 84er Potenzial. Völlig in Ordnung. Und ja, damit sind wir auch schon mal 13 von 30 Millionen Budget weg. Ach Mann, Leute, wisst ihr was? Kaum nehme ich wieder ein SCG Showdown auf, sieht der Karrieremodus so aus. Ihr seht es ja oben links, ne? Also das passiert auch, glaube ich, einfach nur in den Showdown-Aufnahmen, während wir jetzt hier gerade im Hintergrund versuchen, ihr seht schon, unseren Keeper einzutauschen, um eine neue Nummer 1 an den Start zu bringen. Was, glaube ich, ja, nicht glaube ich, sondern wird ein unfassbares Risiko werden. Aber ob sich das Ganze auszahlen wird, werden wir dann erst beim Snipen erfahren. Messier von Leeds United soll aber auf alle Fälle an der Stelle unsere neue Nummer 1 werden. Schuhn wird eingetauscht, 8 Millionen nochmal oben drauf bezahlt. Und ja, das ehemalige absolute Top-Talent auf der Torhüter-Position, mittlerweile nur noch mit einem 82er Potenzial, wird aber unsere neue Nummer 1. Und da kommt Josh Doig, der wechselt von Sassuolo für 9,2 Millionen. Ist alles schön und gut, ja? Wenn wir jetzt aber direkt mal auf unsere Mannschaft schauen, dann werden wir das auf jeden Fall mal so anpassen. Doig als Linksverteidiger. Und hier vielleicht Franjic, der hätte dann zumindest mal noch eine 70. Aber die Mannschaft, boah ey, das ist doch keine Bundesliga-Truppe. Also keine Ahnung, wie ihr das seht, aber eigentlich, ja, ist das Durchschnitt. Für zweite Liga wahrscheinlich ganz in Ordnung, für die Bundesliga aber wahrscheinlich nicht gut genug. Zudem hier Justwan und auch Skarke tatsächlich nur ausgeliehen sind, genauso auch Franjic. Gut, den könnte man jetzt übergangsweise ein Jahr spielen lassen, dann müsste man ihn im nächsten Jahr ersetzen. Wahrscheinlich auch Nürnberger, Justwan logischerweise sowieso und auch Skarke. Ich weiß nicht, viel Geld haben wir nicht mehr, aber eigentlich bräuchte ich schon noch irgendwie einen Innenverteidiger. Es sind noch 5 Millionen. Ja, vielleicht kriegen wir irgendwas da gebacken mit. Okay, das klappt jetzt auch noch. Lloyd Kelly vom AFC Bournemouth. 3,6 Millionen. Der ist 24, hat eine 74, hat glaube ich ein 78er Potenzial, was okay ist. Vielleicht nur eine Übergangslösung, vielleicht aber auch einer, der eben dann bis zum Ende bleibt. Und damit sind wir dann auch fertig mit dem Transfersommer. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 3 Minuten sind noch übrig. Ja, ich werde jetzt Dennis mal schreiben, dass ich bereits ready bin. Aber ich glaube bei ihm, also zumindest wenn er jetzt noch voll im Gange ist, geht wahrscheinlich noch einiges. Irgendwie weiß ich nicht, ob ich zufrieden sein soll. Ich bin schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ein ganz komisches Gefühl. Also irgendwie so ein Gefühl, was eine Achterbahnfahrt angeht. Jeder Deal unfassbar eng geschnitten. Hier wird Filippo Terracciano von Milan in dem Fall. 20 Jahre jung, 73er Gesamtstärke, Außenverteidiger eingetauscht, 2-3 Millionen oben drauf bezahlt und damit haben wir den nächsten Deal perfekt. 2,5 Millionen für Kobi Mino. Das ist ein unfassbar guter Deal, den wir hier aber kurz vorm Abschließen sind sogar. 70er Gesamtstärke, 18 Jahre jung, wir zahlen ja eben nur 2,5 Millionen Euro und vielleicht ist es dann doch sogar nicht der letzte Transfer, vielleicht noch einer. Boah Leute, über 2 Minuten sind noch auf der Uhr. Archie Gray von Leeds United soll unser nächster Neuzugang werden, wie Messier ebenfalls von ihm aus der zweiten englischen Liga vom abgestiegenen Leeds. Ich hoffe, dass ich irgendwie Nürnberger noch verkauft bekomme, weil dann haben wir ein geiles englisches Mittelfeld, super talentiert mit Gray und eben Mino daneben. Okay Leute, ich starte den Karrieremodus gleich neu, nicht verwirrt sein, dass wir hier zweimal Skarke wie auch immer sehen. Die Mannschaft sieht folgendermaßen aus. Messier im Tor, Viererkette, hat sich bis auf Terracciano nicht verändert. Wir haben Mino und Gray davor, die beiden Zehner, Melem und Justwan und ja, Skarke, wie auch immer, ich will den Namen am besten gar nicht mehr aussprechen und Camello vorne, also im Doppelsturm, mehr kann man nicht rausholen. Wir haben einen Spieler nur in der Reserve, da fülle ich wahrscheinlich gleich das Ganze mit ein paar Jugendspielern auf. Ich starte mein Spiel jetzt erstmal neu oder nee, vielleicht jetzt auch doch nicht, weil das Ding kurz weggegangen ist, aber nee, klar, Spaß nur, ich starte natürlich gleich neu, Freunde und dann sehen wir uns gleich beim Snipen. Ich bin gespannt, was der Chris so getan hat und ja, die Zeit ist vorbei. So Leute, die erste von 2 Sommertransferphasen ist abgeschlossen. Wie viele Transfers? Die obligatorische Frage natürlich zum Beginn. Sind es bei dir geworden, Chris? Ja, wir machen eine Handvoll. Also High Five von meiner Seite aus. Okay, dann kriegst du auch ein High Five von mir zurück. Und jetzt ist die Snipe-Phase dran. Das heißt, es gibt gleich ein paar Bug-Fives.
Ich hoffe natürlich nicht, aber sehr, sehr schöne Überleitung. Ja, ich weiß, ich wollte mich mal an dir orientieren mit den Überleitungen. Da bin ich auch manchmal erstaunt, wenn ich sehe. Ah, und das passt auch dazu, dass wir jetzt hierzu kommen, so bei dir. oder so die Kommentatoren, wo es einfach absolut gar keinen Zusammenhang hat oder plötzlich apropos das und das. Richtig. Ja, wir sind auch hier apropos und da angekommen. Gibt's den neuesten Barbie-Film bei Scanny. Nee, auf jeden Fall. Genau. Kommen wir zur ersten Auswahl. Du bist der Gast, du darfst reinstarten, mein Freund. Jawohl, ich träume auf jeden Fall davon, dass all meine Spieler da bleiben dürfen. Ein Albtraum wird's, wenn mein Torhüter nicht da bleiben darf. Marcel Schuhen weg, neuer Torhüter da. Mhm. Und ich bin jetzt schon wirklich richtig am Sweaten. Also, zur Auswahl geht's für dich einmal Moises Ramirez, kennen wir alle, guter Spieler, absolut solides Potenzial. Wir haben daneben tatsächlich aus der Bundesliga, Liga-intern, Matej Kovar, also der Tscheche von Leverkusen. Wir haben dann Ian Messier, wir haben noch Guillaume Resté oder wie auch immer. Und dann noch Dominik Kotarski, ist ein Kroate von PAOK. Mhm. Martin Luther King sagte einst, I have a dream und mein Dream sagt, dass du Kovar von Leverkusen geholt hast. Ja, perfekt, dann können wir den Showdown jetzt auch zu Ende simulieren. Also, sind wir Ouch! Au, oh, burn, Digga. Uff. Also, ich muss tatsächlich dazu sagen, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, weil es schon ein bisschen offensichtlich war. So, Kovar, Liga intern, könnte schon echt harmonieren. Und deshalb habe ich noch so ein Ramirez mit Potenzial reingenommen, die wir auch schon öfter mal hatten. Da muss halt jetzt mein, ich glaube, 66er Backup-Keeper ran. Ich habe nämlich auch kein Geld mehr. Ich habe nur noch 100.000. Krise. Reicht für ein Mannschaftsessen, aber für mehr dann tatsächlich auch nicht. Kannst du wie die Schalker-Truppe mal bei McDonald's vorbeischauen? Das wird ganz, ganz übel. Oh, also ich glaube, das könnte schon die Vorentscheidung sein. Und damit lege ich auch fest, dass ich auf gar keinen Fall die Klasse halten werde. Zu 100% nicht. Ja, mal gucken, was im Winter geht. Vielleicht kannst du irgendwie noch einen Keeper holen, irgendeiner, der Bock hat, da bei Darmstadt in den Kasten zu gehen. Vielleicht Dave De Gea, der ist ja sowieso seit irgendwie einem Jahr vereinslos. Vielleicht aber hat der Bock. Aber gibt's den im Karriere? Nein, natürlich nicht. Leider nicht. Okay, dann kommen wir zu meiner ersten Liste, nachdem, bei dir ist ja auch schon gefühlt vorbei ist nach der ersten Liste. Ja, ein Stürmer. Also ich fange noch nicht mit dem Keeper an, der kommt danach. Als Nummer 2 hier in dem Fall. Neuer Stürmer zur Auswahl. Wir haben einmal Evan Ferguson von Brighton. Wir haben Krištović von Lecce. Wir haben João Pedro von Brighton. Wir haben Cameo von Rayo Vallecano. Und Luciano, Gundu von Argentinos Juniors. Ich nehme den vorletzten, nicht den Luciano, sondern den Cameo. Ja. Und Schiffe versenken heißt, es steht 1-1 in Sachen Snipes, oder? Das heißt es. Scheiße, Mann. Yes. Ach. Aber warum Cameo? So ein bisschen unscheinbar. Also ich dachte, Cameo war bis zu dem Zeitpunkt, wo du den aufgezählt hattest, unscheinbar. Dann kam der letzte und ich dachte, scheiße, soll ich jetzt wirklich meine Pläne alle über Bord werfen? Ich habe mich dann entschieden zwischen Cameo und dem letzten, dachte aber, nee, erster Gedanke, Rayo Vallecano und Cameo und der war ja immerhin mal ganz gut. Richtig. Trotzdem tröstet mich das nur so semi, ja. Ich weiß aber nicht, ey. Ich habe trotzdem, also Torhüter tut auf jeden Fall weh. Pass mal auf, ich mache jetzt mit meiner nächsten Fünfer-Auswahl weiter, denn da ist ein Spieler mit dabei, der auf der Stürmerposition gerade eben auch auf deiner Liste vorkam. Aha. Und das ist Nikola Krištović. Mhm. Es geht dann weiter mit Fotis Ioannidis. Dann haben wir Thomas Kvančara, das ist der Tscheche von Gladbach. Wir haben Jesus Ferreira und wir haben Gift Orban. Kvančara, weil ich gerade das erste Mal seinen Namen richtig aussprechen gehört habe. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht. Kvančara. Ja, keine Ahnung. Ich bin immer der Überzeugung, du weißt schon, wie die ausgesprochen werden, Leute. Ja, ich hoffe es. Dann höre ich aber andererseits mal Bournemouth von dir und dann denke ich mir, ob ich da vertrauen soll drauf. Aber was ist, ich dachte, Bournemouth ist tatsächlich, dachte ich schon bis heute noch, dass die richtige Aussprache ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, nee, Bournemouth habe ich. Nee, ich sage nicht Bournemouth. Ich sag Bournemouth. Ja, oder so. Es ist immer was anderes. Ja, aber safe auf Englisch muss man das doch irgendwie in die Richtung aussprechen. Weiß ich nicht. Also, ich glaube also nicht. Aber vielleicht haben die Leute in den Kommentaren des Rätsels Lösungen zum Bournemouth-Thema. Ja, ey, es wäre so krass, wenn man Kommentare mit so einer Sprachnachricht auch machen könnte. Oh, das wäre super. Aber vielleicht auch andererseits stelle ich es mir auch ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht, dass Leute das ein bisschen für andere Dinge ausnutzen. Aber gut, hast du die Liste fertig gesagt eigentlich? Ich habe die Liste fertig gesagt, ja. Und es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob das dein Plan war, der zweite Tscheche in Folge bei dir. Mhm. Nur der erste war aber erfolgreich, denn es ist nicht Kvančara geworden. Es ist, Nikola Krištović geworden. Ja, Krištović, okay, schade drum. Okay. Dann komme ich jetzt zum Keeper und vielleicht auch zum Payne, denn meine Liste beginnt mit Matej Kovar von Leverkusen. Wir haben Grabara von Kopenhagen, der bekanntermaßen zu Wolfsburg wechselt. Wir haben Messier von Leeds United. Wir haben Andrew mit dem Auslaufenden und dasselbe gilt auch für Moises Ramirez.
Ich weiß nicht, wenn ich jetzt richtig liege, dann ist es natürlich wieder völlig aus dem Nichts und man könnte das nicht wissen. Aber ich habe vor 2 Wochen privat mit meinem besten Kollegen hier eine Karriere mit Kopenhagen angefangen. Ach Mann, Digga, ganz kurz, Junge. Du immer mit deinem, ja, ich habe mit meinem Kollegen hier Karriere gespielt und so. Dann muss ich immer zittern. Ja, aber weil ich weiß schon, in welche Richtung es geht. Kopenhagen. Ja, es könnte ja wirklich alles sein. Wir haben mit Kopenhagen angefangen, aber da jetzt bei dir gerade die Reaktion recht positiv war, glaube ich, dass es nicht Gravara ist, aber trotzdem bleibe ich natürlich bei dem Pick. Also wir hatten da Kopenhagen und wir hatten eben Gravara, der, wie du sagst, ja, bekanntermaßen nach Wolfsburg geht und dort Castells beerbt und ja, vielleicht bei dir ja auch die neue Nummer 1 war. Okay, sagen wir mal, du wärst jetzt nicht drauf reingefallen, was ich gesagt hatte mit Gravara, sondern hättest ihn jetzt einfach nicht genommen. Wen hättest du sonst ausgewählt? Könntest du mir nochmal ganz kurz Koba, die anderen 4 sagen? Mestier, Andrew, Ramirez. Andrew. Okay, dann auch da, ich hätte Messier auch behalten dürfen im zweiten, in der zweiten Instanz. Ja, ich glaube, der wäre so mit der Letzte gewesen, vielleicht so 4. oder 5. Also habe ich recht früh eigentlich ausgeschlossen. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie Alex Nübel, sehe ich gerade, aber vielleicht sehen wir euch das. Kommentiert jetzt gerne, falls ich falsch liege. Nee, aber auf jeden Fall, letzte Auswahl bei dir, ne? Jawohl, genau. Es geht um einen Außenverteidiger. Dabei ganz egal, ob links oder rechts, wobei die meisten eigentlich tatsächlich links zu Hause sind. Es gibt einmal Ridvan Yilmaz, ja, das ist der Türke, der, glaube ich, von Beşiktaş jetzt zu den Rangers gewechselt war letztes Jahr. Wir haben dann Josh Doig, ist ein Schotte von Sassuolo. Wir haben Devin Rensch. Wir haben natürlich noch Quentin oder Quentin Merlin geschrieben. Und zu guter Letzt noch Ryan Sessegnon. Ist der Merlin nicht auch gewechselt irgendwie zu Marseille oder so? Doch, genau. Der ist tatsächlich bei Marseille und früher war er, glaube ich, beim FC Nantes oder so. Ja, genau, richtig. Ja. Ich würde aber mit Nummer 1 gehen. Wer war das nochmal? Nummer 1 war Yilmaz? Ja, Yilmaz. Ich würde mit Yilmaz gehen. Okay, dann kann ich die 4 darunter Yilmaz schon mal wegpacken, denn es ist Josh Doig geworden. Ah, okay. Achso, soll ich vielleicht noch ganz kurz auflösen dann auch? Ja, du hast ja noch 2 Transfers, genau. Ich habe 2 neue Innenverteidiger. Mees Hilgers käme aufs Gleiche raus wie Josh Doig, allerdings war der teurer und eben jünger, deshalb habe ich mich für Doig in der 5er Auswahl entschieden. Und neben Hilgers haben wir noch Lloyd Kelly. Beide eine 74. Naja, also so 75 ist das beste Rating bei mir und das hat jetzt nur noch Nikola Kristovic, denn Kovar muss ja leider weggehen. Ja, Xavier, es gibt bei mir für Camello mit seiner 75. Wir kommen zu meiner letzten Auswahl. Es geht nochmal um meinen neuen zentralen Mittelfeldspieler. Wenn mich nicht alles täuscht, hat auch keiner von der Liste einen auslaufenden Vertrag. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, denn wir haben auf dem Zettel einmal Stefan Bajcetic von Liverpool. Ebenfalls von Leeds haben wir Archie Gray. Wir haben Habibo Diarra von Straßburg. Dann haben wir Alex Scott von, ja, gerade eben angesprochen, Bournemouth und Lamine Kamara von Metz. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendjemand einen auslaufenden Spielervertrag hat. Ich weiß nur, dass Alex Scott sehr flexibel einsetzbar ist und dass der bei mir als goldene Mitte hier mein 3. Pick sein wird. Okay, dann darf ich den anderen Engländer auf der Liste behalten, nämlich Archie Gray. Sehr schön. Der ist doch auch erst 16 oder 17, 17 oder so. Ja, ich habe mich auch voll gewundert, aber ich habe das Gefühl, der ist letztes Jahr schon am Start gewesen. Kann das sein? Vielleicht kann man dann so als 16-Jähriger rein, aber der spielt auch recht häufig bei mir tatsächlich. Ja, der ist krass. FC Bayern ruft an, 17 Jahre alt, der kann was. Zentrale Mittelfeld, wir nehmen ihn. Ja, wir nehmen ihn. Und oh Mann, Behrens muss jetzt einfach bei mir ins Tor. Ich habe ehrlich Angst, oder? Behrens? Simon Polter. Ich entscheide mich zwischen Polter und Behrens. Nur, dass Behrens halt der eigentliche Torwart ist. Was mit Brunst? Den habe ich verkauft. Oh, ja, ja, ja. Aber gut, er hat nur ein Rating mehr als Behrens. Ja, gut. Und Behrens, 2 Jahre muss älter. Richten. Ich weiß nicht, ob ich Punkte hole, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe, glaube ich, stand jetzt 1 Punkt in der Liga. Mal gucken, wie viele es am Ende der Saison sein werden. Vielleicht sehen wir uns ja zum Ende und beide steigen ab oder beide bleiben drin oder was auch immer passieren wird. Schauen wir rein. Angekommen am Ende der ersten Saison ist es auf jeden Fall ein Anblick der Trauer, eine Tabelle der Trauer. Ja, Herz der Karten war nicht auf unserer Seite, muss man sozusagen. 17. Platz für die Darmstädter, für die Lilien mit 24 Punkten auf dem Konto. Deine ach so geliebten Kölner gehen in die Relegation. 3 Punkte vor mir, 4 Punkte bis zum ersten Nicht-Abstiegsplatz. Ja, wir wurden beide auch entlassen zwischenzeitlich. Bei beiden lief es wahrscheinlich ohne den Trainer, also ohne uns besser. Ja, also ohne mich hätten sie fast noch den Klassenerhalt oder die Relegation wenigstens gepackt. Aber gut, sei es drum. Chris, wie sieht's bei dir aus? Gleich. Also was die Position angeht, ich bin auch auf 17. Du hattest 24 Punkte? Ich habe 26, immerhin. Wie viele Gegentore? Ich habe 70. Ich habe 68. Oh, okay. Tore? Naja, was nochmal bitte? Tore? 47. Boah, da habe ich nur 36, Alter. Wir waren am Schlafen. 47 Tore? Ja, das meinte ich. Meinte noch vorhin kurz so in der Simulation. Ja, 47 Tore hat nicht mal der 7. bei uns hier in der Tabelle. Ja, also ich bin damit besser als Bremen, Leverkusen, Köln, Hoffenheim, Augsburg, Bochum, Mainz und Heidenheim. Aber trotzdem abgestiegen und ja, ich habe Dennis vorhin schon mal gesagt, recht viele Tore geschossen, aber halt meistens noch mehr kassiert. Und wir haben auch mal Anfang Dezember ganz kurz auf die Tabelle geschaut. Da hattest du, glaube ich, 8 Punkte. Ich hatte 7 oder so. Also waren wir abgeschlagen. Letzter.
go, Alter. Naja. Ein Punkt gibt's also für beide in der Liga. Gibt's denn im Pokal was dazu? Lass mich kurz gucken. Nö, ich hab direkt gegen Dresden verloren. Ja gut, die Vereinsfarben waren bei meinem Gegner identisch mit Schwarz-Gelb. Ich musste aber gegen Dortmund ran. Und ich habe echt, ey, lange, du, ja, 4-3. Ich habe richtig gut gehalten, würde ich behaupten. Stabiler Kampf, definitiv. Kann man nichts gegen sagen. Schau ich rein. Trainer des Monatspreis. Schau mal rein. Das ist noch Heidenheim hier. Vielleicht bei Darmstadt ja ein. Nee, leider nicht. Kacke. Ja, okay, bei mir auch nicht. Heißt also, auch das bleibt eine Nullnummer. Dann gibt's aber jetzt die Statistik. Und dann wird es auf jeden Fall Punkte geben. Ich bin sehr gespannt, wie die Jungs performt haben. Bei mir haben die einfach noch irgendeinen anderen Torwart, während ich weg war, dazugeholt, der aber auch nur eine 69 hat. Der Torwart hat dann 10 Spiele gemacht, Behrens 11 und Michael Wout, der hat eine 63, hat 12 Spiele gemacht, also das ist wirklich ein Skandal. Saba ist der Einzige, der ein Spiel ohne Gegentor hat. Das ist okay. Ich habe Meslier mit 4. Ja, okay, geht an dich. Vorlage habe ich übrigens Justwan mit 7. Ja, ich habe Mele mit 6. Oh, aber so gewohnt. Ja, meine Tore, wenn die nicht an mich gehen. Zweistellig? Dann, wie viel nochmal? Zweistellig? Ja. Ja, geht an dich. Ich habe 9. Ich habe 20. Was? Wer? Christovic, ja, okay, krass. Der sieht ja immer, das hätte Cameo bei mir sein können. Ja, der hat einfach hier 30 Einsätze, 20 Tore, 4 Vorlagen. Richtig das stabil. Ist sehr stark. Ich traue es mich eigentlich gar nicht wirklich auszusprechen, aber es steht einfach 3-2 nach der ersten Saison. Man könnte denken, Fußballspiel. Einfach Alter. 3-2. Oh mein Gott. Ey, wir werden aber sehr viele Spiele verlieren. Also bei mir in der Startelf Skarke geht, genauso auch Justwan. Das sind bei mir die einzigen beiden, die gehen. Ja, tatsächlich bei mir auch. Stimmt, ja. Zurück. Aber ich brauche dafür halt Ersatz für die. Ja, das sind auf jeden Fall sehr viele Spieler, die gehen. 2 Stück an der Zahl ist schon fast der ganze Kader, wenn man ehrlich ist. Gehen wir also rein. 2 ist ein gutes Stichwort, um Chris' Überleitungen zu übernehmen. Wir gehen rein in die 2. Bundesliga und hoffentlich steigen wir dann am Ende der Saison da wieder auf. Jetzt gibt es aber erstmal Transfers mit wahrscheinlich ein bisschen weniger Budget als überhaupt im ersten Jahr und nicht so vielen Möglichkeiten wie vielleicht auch im Video von Chris, wo wir, kleiner Spoiler, nicht abgestiegen sind. Aber gut, schauen wir rein, wie es wird in der 2. Bundesliga mit Darmstadt. Let's go. 32 Millionen stehen auf dem Konto. Richtig geil. Also, wir starten rein. 20 Minuten. 3, 2, 1, let's go. Und Baustellen gibt es natürlich ein paar. Die haben aber jetzt in der Zeit, wo ich nicht da war, einfach auch einen neuen Spieler hier mit Alejo geholt. Ja, das ist bei Dennis aber natürlich nicht der Fall, weshalb ich den jetzt auch direkt abstoßen werde. Dann heißt, wir brauchen einen neuen Zehner und einen neuen linken Flügel und einen neuen Torhüter. Und das sollte doch mit dem Geld machbar sein. Und dann haben wir eine Mannschaft, die definitiv in Liga 2 um einen direkten Wiederaufstieg kämpfen kann, vielleicht sogar kämpfen muss. Das setze ich jetzt auch einfach mal als Ziel. Mauro Junior, eigentlich gelernter Linksverteidiger, wechselt von der PSV jetzt also zu uns in die Bundesliga. Ja, was heißt eigentlich gelernter Linksverteidiger? Stimmt so gar nicht, denn früher war er auf dem Flügel zu Hause und genau da wird er bei uns auch wieder eingesetzt. Dank Positionswechsel geht er, glaube ich, auch mal Minimum +2, +3 nach oben. Er setzt also Skarke, der nach seiner Leihe zurück nach Berlin geht und damit ist eine Baustelle offiziell behoben. Die Busfahrt durch die Niederlande geht also weiter über Eindhoven. Mauro Junior zu jetzt Sam Steyn. Bei Twente Enschede geht es also zurück nach Darmstadt. Wir haben also jetzt auch eine neue Spielmacher. Der ist 22 Jahre jung, hat eine 75, hat auch ein 84er Potenzial. Der ist mir völlig unbekannt, hatte den noch irgendwie nie wirklich auf dem Schirm. Auch hier schlagen wir wieder mal Profit aufgrund eines auslaufenden Spielervertrags. Nichtsdestotrotz ist das die 2. von 3 Baustellen. Und mehr wird es nicht geben. Wir sind jetzt also noch auf der Suche nach einem neuen Spielmacher, auch einem neuen linken Mittelfeld, offiziell eine neue Nummer 1 zu küren. Hier ist unsere neue Nummer 1 von Athletic Bilbao, Julen Agirrezabala. Ich hoffe, das ist ansatzweise richtig ausgesprochen. Ihr habt es vielleicht gerade noch kurz gesehen, für 11,2 Millionen, hervorragender Deal und Behrens wird ersetzt und mit einer 77 ist das natürlich ein deutliches Upgrade von 10 Gesamtratingpunkten. Wir haben abgesehen von Nürnberger und von Manu jetzt tatsächlich auch die 75 im Kollektiv, was richtig stark ist und ich denke, Nürnberger wird wie auch Manu hoffentlich noch den Push auf die 75 mitmachen und dann sind wir fertig. Junior wird umtrainiert auf dem Flügel, +2, +3, dann haben wir natürlich vorne hier Steyn auf der 10er Position und Agirrezabala als neue Nummer 1. Ich kümmere mich um meine jeweiligen 5er Auswahlen und dann warte ich auf Dennis. Wir haben noch 12,5 Minuten, aber mehr ist ebenso nicht möglich. Okay Leute, nach diesem Flop vom ersten Jahr wird es hoffentlich in der zweiten Saison, in der zweiten Liga auch besser. 13 Millionen bleiben, glaube ich, das Budget, wie im ersten Jahr auch nicht weniger. Immerhin, die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Let's go, Freunde. Ja, wir haben nur noch einen 19-Mann-Kader, das heißt, viel an Verkäufen können wir eigentlich auch nicht machen. Wir bräuchten erstmal einen neuen Stürmer, weil Skarke, wie auch immer, ja gegangen ist. Nürnberger würde jetzt hier den Zehner übernehmen anstelle von Justwan, der uns ja auch wieder verlassen hat. Deswegen, das wäre eigentlich schon
ja, ganz gut, aber den würde ich eigentlich auch ersetzen wollen, eintauschen wollen. Gray, Maino Mittelfeld, passt eigentlich, vielleicht ein neuer Innenverteidiger anstelle von Zimmermann. Und dann gehen wir jetzt rein. Der erste Neuzugang ist am Start, Magliza oder wie der auch immer heißt, der kroatische Innenverteidiger wird eingetauscht, bisschen Geld oben drauf. Dafür kommt es zu Maila Koulibaly, der von seiner Leihe zurückgekehrt ist, selbe Gesamtstärke, aber schon mehr Potenzial auf jeden Fall beim Spieler vom BVB. Der Ersatz für Fabian Nürnberger ist am Start und es wird erstmal Christian Volpato. 20 Jahre jung, 72er Gesamtstärke, war am Anfang verliehen, ist zurückgekehrt, Vertrag läuft aus von Sassuolo Calcio in dem Fall und ja, wir zahlen glaube ich 4,7 Millionen lediglich. Auch bei Melin schaffen wir es, ihn einzutauschen und dafür Ryan Jerky von Lyon zu holen. Hier ist eigentlich nur die einzige Frage, darf er die Snipe-Phase überleben oder nicht? Falls ja, dann haben wir hier einen richtig guten Spieler mit den besten eigentlich in der zweiten Liga mit einer 77er Gesamtstärke hier gerade verpflichtet. Abdallah Sima, bekannt dafür, einmal linker Mittelfeldspieler zu sein, andererseits aber auch als Stürmer bekannt und da hat er deutlich mehr Gesamtstärke, einen Positionswechsel, den Chris womöglich auch kennt. Vielleicht kommt er in die Auswahl, vielleicht auch nicht. Ich gehe eigentlich schon davon aus, vielleicht haben wir aber Glück und Chris hat es nicht mehr auf dem Schirm oder ist auch schon ein bisschen länger her, glaube ich, dass der mal wirklich auch gut im Karrieremodus war. Potenzial und Gesamtstärke hat er nämlich eigentlich nicht mehr, aber ja, für die zweite Liga reicht es definitiv aus. Hornby, der letztes Jahr bekanntermaßen ja eigentlich nur durch den Cameo-Snipe Stammstürmer war, wird oder wurde er gesagt verkauft und dafür kommt Nelson Viper, Top-Talent von Mainz, hier in der Karriere aber auch schon zu Brentford gewechselt. Ich hoffe, das Ganze klappt jetzt hier noch irgendwie. Bonus entfernen. Hoffentlich wird er nicht zu viel gehalten. Nein, er ist kein geldgieriger Piranha. 19 Jahre jung. Er weiß, dass er hier spielen wird und gut spielen wird und ja, hoffentlich Meister wird und aufsteigen wird wieder in die Bundesliga als Stammspieler. Mit 71er Gesamtstärke reicht es auch für die Startelf zusammen. Doppelspitze mit Abdallah Sima. Mannschaft gucken wir uns gleich an und dann geht's zum Snipen. Mannschaft sieht wie folgt aus, Leute. Mit Messier eben im Tor. In der Viererkette Koulibaly neu dazugekommen. Maino Gray bilden weiter in das Mittelfeld. Volpato und Jerky zwei neue Zehner davor gekommen und Viper und Sima dann auch zwei neue Stürmer. So viel also dazu, Leute. So viel zu meiner Transferphase. Chris schon deutlich früher fertig gewesen. Mal gucken, was er so getan hat. Das sehen wir jetzt beim Snipen. Ich übernehme das Ganze jetzt einfach mal, was die Snipe-Phase angeht für die zweite Saison. Wir haben sie nämlich jetzt hinter uns gebracht. Die 20 Minuten 2.0 im Sommertransferfenster. Und ich mache es schon mal kurz. Ich habe nur drei Neuzugänge. Also, was heißt nur? Es sind drei. Ist okay. Reicht gerade so für drei Snipes. Sind es bei dir mehr Neuzugänge als die Max? Ja. Ich mache die Handvoll mal wieder. Oh, okay, also ist ein bisschen mehr gegangen. Ja, ich habe tatsächlich schon befürchtet, dass bei dir ein bisschen mehr passiert. Mhm. Es ist dein Video. Ich habe zu Beginn angefangen, also müsstest du jetzt starten, ne? Richtig. Erste okay. Fünferauswahl. Es geht um einen neuen Stürmer. Warum auch sonst? Okay. Denn wir haben ja letztes Jahr einen verloren. Da haben wir zur Auswahl, ich glaube, allesamt mit dem auslaufenden Vertrag. Da klingelt mein Timer auch übrigens. Natürlich Klassiker, man kennt's. Das bleibt natürlich vorhanden, auch nach einem Monat Pause. Ja, wie gesagt, alle mit auslaufenden Verträgen. Wir haben auf dem Zettel einmal Fabio Silva. Dann haben wir Facundo Colidio. Ich glaube, der müsste in deinem Video auch vorgekommen sein. Ja, richtig, das hatte ich, ne? Tatsächlich. Genau, ja. Dann haben wir Abdallah Sima, Jorbe Vertessen, das ist der Neuzugang von Union, der hat aber auch irgendwie nur Vertrag bis 25, zumindest hier im Spiel, und Wladislav Vanat von Dynamo Kiew. Ja, der Vertessen kam, glaube ich, von Eindhoven zu Union. Hat der Abdallah Sima mittlerweile eine Stürmerkarte schon offiziell? Der ist LM. Dann gehe ich mit ihm, weil den kann man richtig gut umtrainieren als Stürmer. Ja, okay, das war meine Befürchtung. Ich wusste nicht, ob du es noch im Kopf hast oder nicht. Also vielleicht Abdallah Sima, ich weiß nicht, wann ich zuletzt von ihm gehört habe. Ob vor zwei FIFA-Teilen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, dachte ich, vielleicht hättest du ihn nicht mehr im Kopf und hast du aber leider. Deswegen, ja, darf ich mir den Positionswechsel, der noch nicht mal durchgeführt wurde, nicht gönnen. Ja, es tut mir leid. Also schade drum. Aber alles gut, ich meine, ich habe den Keeper gesniped. Geht schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Und Keeper ist die passende Überleitung jetzt, Dennis. Jetzt hast du aber vorgelegt. Jetzt muss ich den Dinger eigentlich nur noch versenken. Wir kommen zu meiner ersten Fünfer-Auswahl, was die Torhüter angeht. Und wir haben eigentlich zwei typische Gruppen. Ja, es gibt einmal das Duo aus Keepern, die beide eine 77 haben. Einmal Martin van de Voort und einmal Julen Akiresaballa. Und dann gibt es drei absolute Routiniers. Der jüngste ist Bernd Leno. Der zweitälteste wiederum dann Peter Gulaschi. Und der älteste ist der Jan Sommer mit der Schweizer Schokolade. Ich würde Bernd Leno nehmen. Ja, okay. Ich war tatsächlich, oh mein Gott, ja, fällt mir jetzt gerade ein, in Verhandlungen, aber Fulham wollte einfach viel zu viel, trotz auslaufendem Spielervertrag und deshalb ist es dann im ersten Anlauf Julen Akiresaballa geworden. Okay, also ich dachte, jetzt kommt ja der Ansommer. Nee, den habe ich erst ganz zum Schluss noch irgendwie so im Hinterkopf nach vorne gepackt, dass wir den in die Fünfer-Auswahl mit reinnehmen können. Okay, check, dann meine zweite Position, neuer Innenverteidiger. Wir haben auf dem Zettel auch, glaube ich, hier wieder alle mit einem auslaufenden Vertrag. Somalia Koulibaly vom BVB ist leider zurückgekommen. Wir haben Zeno Debas von Anderlecht, Leopold Querfeld von Rapid Wien. Wir haben, Junge, jetzt wird's wild. Konstantinos Kouliriakis. Ja, genau. Der von Thessaloniki. Genau. Innenverteidiger, 20 Jahre jung, auch sehr jung. Und Reese Oxford dann auch von Augsburg. Ich gehe mit dem ersten. Mit Koulibaly. Ja.
Ja, dann werde ich auch bestraft dafür, dass ich hier noch mehr getan habe in der Sommertransferphase als nur drei Transfers, denn natürlich ist es Koulibaly geworden. Es war nicht so schlimm, weil Zimmermann ist noch am Start mit einer 72 dahinter, aber danke für nichts, Chris. Ja, sorry, ich dachte, der kam so von der Laie zurück, vielleicht dann eine ganz interessante Aktion. Ja, also, es ist ordentlich was... Stand jetzt, werde ich den Aufstieg nicht packen, so viel kann ich sagen. Okay, ich bin sehr gespannt. Also vielleicht, ich habe ja nur drei Spieler, den Torhüter darf ich behalten. Vielleicht geht es auch bei mir jetzt noch so richtig los, was die Snipes angeht. Ich habe einen neuen Zehner geholt, also einen neuen Spielmacher. Yes. Auf der einen Seite ist noch immer Mele. Auf der anderen Seite gibt es für dich zur Auswahl Kanya Fujimoto von Gil Vicente. Ist ein Japaner. Wir haben dann Ryan Shelby. Du mir nicht erzählen, ich weiß, wer Fujimoto ist. Der ist auch auf meiner Liste. Kennst du? Ja, natürlich, ich habe schon ein Video mit ihm gemacht, diverse. Wirklich? Tatsächlich, zwei Stück, glaube ich. In zwei meiner Videos kam er vor. Okay, ich hatte den Begriff. Ich habe den jetzt erst zum ersten Mal gesehen, überhaupt auf der Suche nach einem möglichen Neuzugang. Dann haben wir Ryan Cherki, wir haben natürlich Lukas Sucic, wir haben dann Rigby Puig, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, und ja, einer, der mir auch komplett neu war, Sam Stein, also Stein. Der ist auch auf meiner Liste und den würde ich nehmen, weil ich konnte ihn nicht holen. Ja, ich habe ihn geholt. Das ist auch immer so die Klassiker von wegen, ich habe ihn nicht geholt, deswegen nehme ich ihn. Ich habe ihn geholt, deswegen nehme ich ihn. Ja, gut, aber gehört auch dazu. Dann muss ich mal gucken irgendwie, dass ich da noch ein bisschen umbaue. Aber okay, also auch bei mir ein Snipe. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Richtig, meine Liste, also bei mir können es die 3 von 3 werden, das war nur so nebenbei angemerkt. Ja, deswegen schauen wir mal rein. Also Liste ist sehr ähnlich wie bei dir. Einziger, glaube ich, der nicht am Start ist bei dir, war Tom Bischoff. Den habe ich auch mal mit reingenommen hier. Wir haben Fujimoto, ne? Hatten wir gerade das Thema. Cherki, Stein und Sucic. Ja gut, Stain kann ich ja eigentlich jetzt ausschließen, wenn deine Aussage richtig war, dass es nicht bei dir geklappt hat. Ja. Das heißt, wir haben 4 Spieler übrig. Fujimoto, den kannte ich nicht. Würde ich aber trotzdem auch ausschließen, weil da haben wir zu viel drüber geredet. Tom Bischoff weiß ich nicht, nee. Und dann bleibt übrig wer? Cherki und Sucic. Ach Gott, nee, finde ich auch irgendwie beide jetzt nicht so interessant. Also schon interessant, aber recht teuer. Cherki und Sucic waren bei mir beide schon gewechselt, beide in die Bundesliga. Cherki zu Dortmund und Sucic zu den Bayern. Da eigentlich Sucic mein Wunschkandidat Nummer 1 war, würde ich mit dem gehen. Okay, dann darf ich wenigstens Cherki behalten. Oh nein, dann war sogar das Ausschlussverfahren ganz gut. Ja, war es mal wieder an der Stelle. Ich muss wieder mal bis zur letzten Sekunde zittern. Okay, ja, aber ist auch schon ein bisschen länger her, ne? Dass man jetzt mal zuletzt so richtig zittern musste. Ja, weil der letzte Showdown auch über einen Monat her ist, mein Freund. Aber dann komplettiere ich doch das ganze Thema Sommertransferfenster 2.0. Wir hatten vorhin mal das Thema Positionswechsel. Das könnte auch hier jetzt richtig interessant werden. Mhm. Nicht zwingend bei Ernest Nuamah, denn der ist schon auf dem RF zu Hause. Aber Brian Zaragoza von den Bayern könnte man vom RM noch auf den Flügel umtrainieren. Das gleiche gilt auch bei Jamie Bynoe-Gittens. Mhm. Gilt genauso bei Robert Skov von Hoffenheim. Und wir haben zu guter Letzt dann auch noch Mauro Junior. Das ist der Brasilianer von Eindhoven, Linksverteidiger. Früher war der mal ZOM. Warum auch immer der auf einmal Linksverteidiger ist. Ist ja fast wie Sergio Gomez, der ehemals bei Dortmund war und jetzt bei Manchester City, ist auch ursprünglich Zehner, jetzt Linksverteidiger und genau. Digga, du hast jetzt gerade so lange am Ende rumgeredet, Junge, ich weiß gar nicht mehr, in welche Position es ging. Nein, Spaß. Schwierig. Wären wir nochmal die ersten beiden? Müsste wahrscheinlich Nuamah gewesen sein und Zaragoza. Ja, Zaragoza war es. Zaragoza war der Name, der mir im Kopf war und den ich nehmen wollte. Gib mir Brian. Nee, es ist tatsächlich der Mauro geworden. Also wie? Junior. Nee. Von Spaß. Eindhoven. Okay, check. Dann darf ich gefühlt gar keinen Spieler behalten. Du darfst immerhin alle behalten oder zwei? Nee, ich muss den Stein ja abgeben. Stimmt, Stein. Ich dachte schon, ich bin ohne Snipe rausgegangen. Das heißt, du darfst einen Spieler, du darfst zwei Spieler behalten. So, ich kann schon gar nicht mehr reden, Alter. Du behältst zwei, ich behalte einen. Ansonsten, ich habe auch mehr Spieler geholt, aber am Ende des Tages bringt das auch nicht viel, wenn schon wieder zwei so gute Spieler weg sind. Aber sei es drum, Leute, springen wir rein in den Kalender und mal gucken, ob wir hier wenigstens in der zweiten Liga ein paar Erfolge feiern können. So, Leute, die zweite Liga kaputt gemacht, gehe ich mal nicht von aus, haben wir beide, aber wir waren bestimmt gut dabei. Ich kann ja mal anfangen. Aktueller Stand übrigens 3-2. Also, ne, wir gehen jetzt hier in die Nachspielzeit. Ne, Verlängerung steht an. Ja, in der zweiten Bundesliga das Ganze. Zweiter Platz auch hier in dem Fall. 67 Punkte auf dem Konto. Düsseldorf wird Meister. 6 Punkte hinter wir. Und ich bin punktgleich mit Pauli. Tordifferenz regelt. 3 mehr bei uns. Und deswegen steigen wir direkt auf. Und Pauli geht in die Relegation. Diese Relegation spielen sie gegen Schalke. Wie die ausgeht, mir Schwanz egal, weil ich spiele ja nicht drin. Das heißt, wie viele Punkte hattet ihr dann beide? 67. Okay, ich habe 71 Punkte. Boah, krass.
Bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich habe gleich viele Punkte wie Hannover. Die Tordifferenz entscheidet allerdings zugunsten von 96 und gegen uns, weshalb ich in die Relegation musste. Für dich gibt es also 16 Punkte in der Liga, für mich gibt es nur 15. Schalke ist bei mir tatsächlich Vierter, also das heißt, die waren bei mir noch mit drin, könnten also so gar nicht dann in der Relegation der Gegner sein. Ich hatte Bremen. Ich habe im Wohnen-Westfalen-Stadion 2-0 verloren, zu Hause dann 1-2, bedeutet also 4-1 in der Gesamtwertung, hat es somit keine Chance. Ja. Heißt, insgesamt liege ich jetzt 2 Punkte hinten dran, ne? Genau, wenn mich nicht alles so täuscht. Aus. Runde 1 bin ich weitergekommen im Pokal. Runde 2 war, glaube ich, Endstation. Ja, 4-2 von Wolfsburg auf den Sack gekriegt. Okay, das heißt, es geht hier an dich. Ein Punkt an mich niemand oder keinen, weil ich habe gegen Nürnberg in der ersten Runde verloren. Ah, okay, perfekt. Aber Trainer des Monats könnte doch jetzt was da sein, oder? Ja, vielleicht. Aber ich glaube, ich habe eigentlich in jedem Monat mindestens ein Spiel verloren. Einmal sogar kurz Krise gehabt, 3 Spiele in Folge verloren. Aber die 1 steht da. Okay, dann bleibt es zumindest hier im Gleichschritt, die 1 auch bei mir. Was also bedeutet, wir hatten einen Vorsprung für dich aus dem ersten Jahr, einen in der Liga, einen im Pokal. Es gibt noch 3 offene Punkte und genau die habe ich als Rückstand. Also ich kann maximal auf Unentschieden stellen und dafür müsste wirklich jede einzelne Statistik dann auch an mich gehen. Und ich glaube, im Tor bin ich schon mal ganz okay aufgestellt. Zweistellig? Mhm. Ja, okay, dann geht an dich. Wie viel hast du? Ich glaube 8 war es. Okay, ich habe 10. Ja, okay, in 28 stark. Einsätzen 10 ist eigentlich echt richtig gut. Schlecht, Alter. Ich habe 36 und nur 8. Vorlagen wahrscheinlich aber nicht zweistellig, oder? Nee. Ja, okay, dann muss ich es leider an mich nehmen. Es tut mir leid, Bro, es tut mir leid. 10 Vorlagen von Jerky. Okay, ich habe 8 und ich würde sagen, die wahrscheinlich Tore... Wahrscheinlich Tore geht an dich, ist bei mir zu doll aufgeteilt. Ich habe 13, 14, 14. Ich habe 24 bei Christoph. Safe. Nee, Christoph sage ich schon, Christovic, da kommt ja noch ein Itch hinten dran. Also 22-20 ist der Stand zu deinen Gunsten. Glückwunsch an der Stelle natürlich, Dennis. Dankeschön, mein Freund. Wollen wir noch die Mannschaften vergleichen? Ja, safe, auch wenn es nicht so, wie im Normalfall ist, mit nur nach oben gegangen. Aber die Mannschaften haben sich ja trotzdem gut verbessert, würde ich mal behaupten. Hast du eine Viererkette, mein Freund? Ja, habe ich. Okay, check. Dann erstmal Keeper, habe ich 81, Messier. Okay, habe ich 79, Aguirre, Baller. Okay, stark. Viererkette habe ich 81, 77, 73, 76. Habe ich 77 Bader, 76 Kelly, 79 Hilgers, 79 auch Doig. Ja, schade, Digga. Koulibaly hätte da ja auch schon eine 77 haben können oder so, eine Endverteidigung. Ja, auf jeden Fall 2 im Mittelfeld, beziehungsweise 3 mit Volpato als 10er. Maino hat eine 76, Müller 73, Volpato 75. Ich habe Manu 75, Nürnberger 75, Junior 80. Okay, dann habe ich noch Jerky 80, Gray 79 und Viper 74. Okay, sehr, sehr stark. Ich habe Melem 78, ich habe Hornby 73, weil der ja für Stain reinkam. Und Christovic ist mit Abstand der Beste, der hat nämlich eine 82. 82, sehr, sehr stark. Auch der beste Spieler, wenn mich nicht alles täuscht, im Showdown. So sieht's aus. Meine beste Gesamtstärke liegt bei 81. Das soll's aber an der Stelle gewesen sein, Leute. Heute etwas entspannt als Comeback sozusagen von uns beiden hier, SDG Showdown. Das Ganze unter der Woche. Am Sonntag wird's ein, kann ich jetzt schon mal vielleicht sagen, wenn ihr das Video bis zum Ende guckt, dann Chris, hau einen Hashtag raus. Hashtag 98. Wenn ihr das Video bis zum bitteren Ende geguckt habt, am Sonntag 4 Saison-Showdown. So viel will ich schon mal erwähnen. Also da wird es nochmal ein bisschen krasser werden. Sonntag 10 Uhr in alter Frische. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Das soll es also gewesen sein. Wie gesagt, essige Showdown mit uns beiden wieder am Start. Ich bin auch wieder am Start, Leute. Wie gesagt, sorry nochmal an der Stelle. Es gibt aber Dinge, die manchmal wichtiger sind als dieses ganze YouTube-Ding hier. Und die waren eben in den letzten Wochen am Start und präsent und eben halt, ja, wichtiger als YouTube nun mal. Jetzt sind wir aber wieder back oder ich bin back und damit auch eben diese Konstellation hier. Ich verabschiede mich, ich laber schon um den heißen Brei. Ja, lasst Liebe da und Chris hat die Abschlussworte. Haut rein. Ganz kurz, ihr könnt auf jeden Fall auch nochmal so gute 30, 40, 50 Sekunden zurückgehen und nochmal unsere Startelf dann auch hier mit einem Gesamtdurchschnittsrating in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Ich glaube, Dennis könnte leicht besser sein, aber schreibt gerne mal in die Kommentare. Macht ja immer einer oder sogar mehrere von euch super gerne Durchschnittsrating ausrechnen. In die Kommentare schreiben und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall Liebe da. Checkt mein Video super gerne ab. Alle, die von mir kommen, hier Daumen nach oben, Abo, Kommentar, volles Programm und am Sonntag seht ihr uns in alter Frische wieder. 2x in einer Woche. Ja, das weckt sehr, sehr positive Erinnerungen. Ich bin froh, dass wir in dieser Konstellation wieder zurück sind. Wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Macht's gut, haut rein und ciao.